Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu SimCity 4. Und genau, es ist ja in der Zwischenzeit einiges passiert. Und zwar, das darf ich vorstellen, das hier ist die erste offizielle Folge mit meinem neuen Rechner. Ja, es ist soweit, ich habe ja einen neuen PC gekauft. Und ich bin so glücklich. Und ja, mir ist allerdings noch ein Fehler bei einer Aufräumaktion im Zuge dessen passiert. Und zwar habe ich leider bei der letzten Folge aus Versehen gelöscht. Ich weiß jetzt nicht mehr, was wir verpasst haben. Auf jeden Fall habt ihr verpasst, dass ich meinen Vorort ausgebaut habe. Ihr seht es hier. Ja? Wir haben hier jede Menge... Ja, was soll man dazu sagen? Wir haben hier Hightech-Industrie aufgebaut, tatsächlich im Vorort. Und haben hier... Ja, genau, und haben hier Gewerbegebiete aufgebaut, ganz genau. Gewerbegebiete und Hightech-Industrie. Und genau, um die Nachfrage ein bisschen anzukurbeln in unserer Hauptstadt, nicht wahr? Weil unsere Hauptstadt stagniert ja so ein bisschen, ne? Das... Jobs, die wachsen. Wir müssten auch hier noch ein größeres Hightech-Industriegebiet machen. Tatsächlich, im Vorort. Weil ihr habt ja in der vorletzten... Ja, bei euch war es ja die letzte Folge. Ihr habt ja in der letzten Folge gesehen, dass unsere Hauptstadt ziemlich stagniert. Ja, und das liegt daran, weil wir eine Städte außerhalb errichten müssen. Und deshalb ist das halt ein bisschen, ja, was soll ich dazu sagen? Ein bisschen, jetzt einen Kraftakt mal wieder hier eine vernünftige Stadt aufgebaut zu kriegen. Und was kostet hier so viel? Die Energie, okay, die Energie mal ein bisschen runter. Weil wir sehen schon wieder hier, dass, ja, was soll man dazu sagen? Die Kosten extrem runtergehen. Ich habe euch auch gesagt, hier in der Nebenstadt werde ich cheaten. Das ist tatsächlich so, damit wir mal ein bisschen in der Hauptstadt auch vorankommen. Und wir brauchen wieder Wasser natürlich, ne? Ganz klar Wasser. So. Dann bleibt mal schön hier. Um Gottes Willen, nee. Meine Güte. Wie viel müssen wir hier rumklicken? Das ist ja wohl echt krass. Ja, ich auch. So, dann machen wir hier so, zack, zack. Mach die Wohngebiete hier oben auch mal weg. Ich glaube, da habe ich nämlich aus Versehen tatsächlich dicht bebaute Wohngebiete hingemacht. So. Und genau, wir haben jetzt tatsächlich noch eine Nachfrage. Und wir müssen wieder. Das ist so krass hier. Ah, Mann. So, ich muss hier richtig schnell klicken. Meine Güte, die Kosten hier, die sind echt extrem. Wo kommen diese 18.000 her? Sagt man. Vielleicht Gesundheit und Bildung? Aha. Okay. Problem gelöst. Gesundheit und Bildung war zu krass. Okay. Das ist klar. Das hier ist wegen Wassermangel verlassen, oder was? Nee, okay. Problem gelöst, würde ich sagen. Sehr gut. Alles klar. Ja, Freunde, wie gesagt, so sieht unser Vorort jetzt hier aus. Auch mit den Einwohnern und alles. Und extrem interessant tatsächlich, wie sich das jetzt hier entwickelt hat. Es sieht so aus, als würde das tatsächlich eine reine von Energiemangels verlassen. Ja, das tut mir leid. Als würde das tatsächlich eine reine Arbeiterstadt hier werden, ne? Wartet mal. Wir ziehen mal eine Straße hier runter, machen mal eine Verbindung hin. Hier auch. Hier müssen wir aufpassen. Das ist nämlich unsere Stromverbindung zum Nachbarn. Oh. Da oben geht's ab. Und ja, wir brauchen halt extrem viel Hightech-Industrie gerade, ne? Deshalb
würde ich mal vorschlagen, machen wir hier jetzt auch nochmal Hightech-Industrie rein. Wir ziehen es einfach mal so durch. So. Ja, ihr seht es, da bauen sie sich schon auf. Ja, richtig krass, was hier an Hightech-Industrien gefordert wird. Wow. Richtig heftig. Ich glaube, wir müssen auch jetzt bald... Bäume, ja, okay. Wir müssen auch bald eine neue Hightech-Industriestadt tatsächlich machen. Weil ihr seht das ja, ne, wie der Balken hier hochgeht. Das ist richtig heftig. Wow. Aber ich lasse trotzdem die Einwohner hier, weil 35.000 haben oder nicht haben, das ist schon nicht so schlecht, würde ich mal sagen. Gut. Ja, dann. Da miaut gerade meine Katze. Gut, dann sind wir mit dem Vorort hier durch. Beziehungsweise, ja, was, naja, was ist das für ein Vorort? Also, Klein Sepitau. Oh Mann. Gut, dann gucken wir mal kurz in die Hauptstadt rein. Ihr seht das jetzt, wie schnell die Hauptstadt jetzt lädt. Mein Mann, Rechner. Naja, das ist wirklich... Wow, da ist sie schon, seht ihr? Da ist sie schon. Auf jeden Fall sehr, sehr krass. Und ihr seht, wir haben ein bisschen Nachfrage tatsächlich hier generiert. Da kommt auch schon das Gewerbegebiet. Wow, ja, schaut euch das an. Da kommt Wachstum ohne Ende, Freunde. Aber wir brauchen halt mehr. Wir brauchen halt mehr Nachfrage nach Jobs. Ich glaube, das Stück hier unten hatten wir. Und ihr solltet jetzt eigentlich auch meinen Mauszeiger sehen. Tatsächlich, ne? Und sehr, sehr angenehm, das Ganze. So, jetzt, dieses Stück hier unten ist, glaube ich, neu. Ich bin mir nicht mehr genau sicher, aber ich glaube, das war so, ja. Ah, guck mal, da kommen sogar noch ein paar Hochhäuser dazu. Würde ich tatsächlich mal abwarten. Die fahren raus, ist klar. Denen geht es nicht so gut, aber es ist alles ist in Ordnung, sagen wir mal. So, wir haben hier, glaube ich, auch... Genau, ach, Quatsch. Wir haben hier noch eine Einsparmöglichkeit, liebe Leute. Und zwar, ich habe ja hier alles auf über Maximum gemacht. Bei den öffentlichen Verkehrsmitteln, Straßeninstandhaltung und so Geschichten. Ich würde vorschlagen, dass wir das Ganze... den Kosten da mal ein bisschen senken. So. Öffentliche Angelegenheit hier. Reinigung. Wasser. Kann man alles senken, tatsächlich die Kosten. Und Machenschaftshandel geht nicht. Stadtverschönerung geht auch nicht. Genau diese Geschichten. So haben wir doch schon mal ein bisschen was Angenehmeres. So. Genau, die Cerulean Towers. Ich hatte in der letzten Folge, glaube ich, auch nochmal erwähnt, dass wir... Wow, schick. dass wir, genau, die fehlenden Gebäude hier, beziehungsweise die Geschenke, die da immer kommen, dass ich mir die Namen aufschreibe und, da kommen schon wieder die Reichen. und dass ich mir die Namen aufschreibe und die Gebäude dann im Nachhinein nochmal runterlade, damit wir die auch zu sehen kriegen. Ne? Und jetzt ist es halt so, dass, ja, die Cerulean-Gebäude-Towers habe ich, glaube ich, schon einen Screenshot von gemacht. Und auch von einem anderen Gebäude auch. Aber guckt euch das an, die bauen hier. So, wir gucken mal, wo sie hier streiken. Ja, das ist hier. Ja, hier, schaut euch diesen Streik an. Ist ja gut, Leute. Ist ja gut. ist ja okay. Warte mal. Ihr kriegt hier ein neues Ärztezentrum da. Zack. Ihr seht, wie schnell das geht, ne? Haha, ist das schön. Wunderschön, Freunde. Ja, und hier, ja, was kann man da. Kann man vielleicht noch einen Bäumetrick. Einen kleinen Bäumetrick hier hin machen, ne? So. Jawoll. Damit die Gebäude nicht ganz so verlassen wirken hier. So, Freunde. Ah, und wir haben... Ah, das ist gut. Wir haben Nachfrage.
Wir haben Nachfrage. Lehrpersonal nimmt Auszeit. Ja, okay. Dann gib denen mal ein bisschen mehr Geld. So, und wir haben wieder Nachfrage. Das ist nämlich sau gut tatsächlich, weil dann können wir hier nämlich hingehen und Bäume drin machen hier oben. Und dann sagen, okay, baut mal nach. Weil wir brauchen nämlich tatsächlich Jobs. Sind das wieder die Cerulean Towers hier? Ne, Cop Towers, genau. Die Cop Towers habe ich mir auch schon notiert. Dass ich mir die irgendwann runterlade. Aber in der letzten Woche war das halt durch den neuen Rechner und alles. Ja, was soll ich dazu sagen? War das nicht so gelungen. Beziehungsweise, ja, was... was heißt nicht so gelungen? Ich habe es halt nicht geschafft. Und deswegen seid mir nicht böse, aber es kommt noch. Naja, es kommt auf jeden Fall noch. Ah nein, das wollte ich eigentlich gar nicht. Aber das ist in Ordnung. Das hier ist in Ordnung. Tatsächlich. Und aber das hier gefällt mir jetzt nicht so ganz so gut. Aber ist in Ordnung. So. Wir gucken mal die Bildung. Ja, ihr seht es, ne? Hier die Bildung, die ist super. Außer hier oben die natürlich mal wieder. Natürlich mal wieder hier oben die, ey. Mann. Aber wir gucken mal gerade noch. Das durch, ne? So, schaut euch das mal an, Verkehr. Schaut euch das mal an, wie... Wie krass schnell das jetzt geht. Alle aus. Wow. Also man muss nur 2 Sekunden warten machen mit dem alle aus, also das ist ziemlich heftig. So, okay. Die Bildung, ja, die Bildung, die Bildung, die Bildung. Die Bildung ist hier unten super. Ist jetzt die Frage, wie machen wir weiter? Wir sind nur noch 16.000 in den Miesen, das ist gut. Wir brauchen noch mehr Jobs tatsächlich, ne? Wir brauchen mehr... Jobs. Okay, dann Bäume-Trick auf die Jobs. So, in der Hoffnung, dass sie da ein bisschen was nachziehen, ne? So, jawohl, da kommen wieder welche. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr schön, Freunde. Ich meine, ich nutze gerne den vorhandenen Platz tatsächlich dafür. Für so ein bisschen Jobwachstum. Guckt euch das an, da kommen sie wieder. Ja, dann mach ich mal ein bisschen kleiner. So. Jawohl. So wollte ich das haben. Wunderschön. Mach 14.500 in den Wiesen. 11.000 in den Wiesen. 9.000 in den Wiesen. Hahaha. 8.000 in den Wiesen. 10.000, ja. Okay. Okay, es geht wieder hoch. So, wir gucken mal wieder auf die Bildung. Ja, das, vielleicht brauchen die auch eine neue wartet mal. Das ist okay. Braucht ihr eine weiterführende Schule oder was braucht ihr? Wie geht's der weiter? Oh, das ist so gut jetzt, ne? Dass das so schnell lädt, das ist unglaublich. Wow. So, Freunde, Grundschule ist auch sehr gut. Ich mache hier oben einfach was Altersdurchschnitt. Der ist mittelalt, ne? Wartet mal. Ich habe auch festgestellt, dass diese Museen hier manchmal helfen könnten. Bei so Problemen, ne? Weil ihr seht, die Museen, die werden tatsächlich genutzt. Die werden tatsächlich genutzt, ne? Das ist richtig krass. Und ich meine, vielleicht hilft das ja mit der Bildung. Wobei die gehen arbeiten, fahren zwar raus, aber die gehen arbeiten. Und das ist ja wohl mal die Hauptsache, ne, dass die Leute arbeiten gehen. Sehr cool auf jeden Fall. So, ihr seht's, ne? Wie schnell wir jetzt auch in die U-Bahn wechseln können. Es ist genial. Es ist einfach genial, was so ein neuer Rechner alles ausmacht, wirklich. Richtig flott geht das jetzt hier. So, und das Zurückwechseln, das hat bei der alten Kiste auch ewig gedauert. Nö, nicht mehr.
Sehr, sehr nice. Okay. Okay, das heißt, wir haben jetzt hier gerade wieder keine Nachfrage. Lehrpersonal nimmt Auszeit. Wo denn? Okay, ihr seid das. Haben wir euch nicht eben? Ach, die Grundschule da. Oder was? Ah, die, okay, die Grundschule. Jawohl. Gut, alles klar, machen wir das. So, unsere Finanzen bessern sich etwas. So, das heißt, wir haben hier auch wieder Nachfrage. Sehr, sehr gut. Und genau, wie ihr auch festgestellt habt, wahrscheinlich schon, oben links ist kein Zeitcounter mehr. Es liegt tatsächlich daran, weil ich halt ein neues Aufnahmeprogramm jetzt habe, und zwar nämlich von Nvidia das, weil ich mir auch eine Nvidia-Grafikkarte besorgt habe. Ah, und Bürosuite Bitter da. Wow. Okay. Und dementsprechend, ja, habt ihr keinen Zeitcounter, deswegen muss ich ganz klassisch mit einer Uhr aufnehmen. Die läuft hier gerade runter, wir haben noch 12 Minuten. Ja. Sollte gut passen. Wie sieht's jetzt aus mit der? Also irgendwie kommen die Gewerbejobs nicht so richtig nach. Vielleicht müssen wir aber auch einfach mal, ja, wieder was dazu bauen, ne? Ich meine, wer weiß. Ja, dann bauen wir einfach was dazu. Oh, verdammt, die Stromleitung. Die möchte ich gerne behalten, tatsächlich. Weil es hat so einen geilen Style. So, 5, 6, 8, so. Dann machen wir das einmal so, genau. Ach, ist das schön. Ist das schön, Freunde, wenn man so einen geilen neuen Rechner hat. Das macht Spaß, das sag ich euch. Bushaltestelle hier. Und hier. Genau. Schöne U-Bahn-Station. Dauert jetzt auch überhaupt nicht mehr lange, die U-Bahn zu bauen. So, ihr seht das. Es geht rasend schnell. Ich bin wirklich zufrieden mit der neuen Kiste. So, ist das jetzt hier verbunden? Ist es nicht. Aha, es ist nicht. Ah, was ist denn? Oh, das ist sehr komisch. So wie es natürlich auch, ne? Ganz klar. So, dann machen wir mal euch neue Gewerbegebiete auf hier. So, aber jetzt werde ich sehen, wie schnell das geht. So, dann. Auf geht's. Auf geht's hier, was ist los? Was ist los mit euch? Na. Ja, dann mach mal kleine Plazas rein. Kleine Plazas rein. So. Ja, okay. Machen wir das einmal so. Genau. Da kommen sie doch schon hier. Ah, ihr seht, das ist eine Ratzfatz hier mit den Bäumen. Ja, so macht das Spaß. Und, schaut mal, wir haben wieder... Wir haben wieder Einwohnernachfrage. Jawoll. Ja, zieht ganz, ganz langsam nach. Wir hatten eben wieder Einwohnernachfrage nach Mittleren tatsächlich. Ne? Und hier ist alles sauber. Sehr, sehr gut. Dann machen wir hier nochmal. So. Wunderschön. Die Bildung? Die Bildung? Ah, die Bildung kommt aber hier oben. Okay, die Bildung kommt. Alles klar. Ja, wir sind auch nur noch 9000 Devisen. Das ist wirklich gut. Weil, wie ihr seht, wir sind unter 50 Millionen gefallen mit den Finanzen. Also so langsam müssen wir dann nochmal drauf gucken. So. So, wir machen, denke ich mal, jetzt einfach mal ein Wohngebiet hier so rein. Okay. Allerdings brauchen die halt auch ihre Einrichtungen. Na, deswegen. So. Ich würde vorschlagen, wir machen erstmal die Wohngebiete.
So und so. Ganz genau, jawohl. Schaut euch das an. Sehr schön. Dann einmal hiermit verbinden, bitte. So, machen wir freie Grünflächen. Oh, jawohl. Sehr schön. Und da müssen wir hier tatsächlich jetzt leider nochmal ein paar Einrichtungen bauen. Es geht nicht anders. Ah, verdammt. Falsch rum. Falsch rum. So. Wir machen das anders. Oh, die kosten zum Glück nicht ganz so viel. Krankenhaus hier. So, Schulen. Ja, wir machen einmal ein Museum hier rein. Große Grundschule. Und einmal eine große weiterführende Schule. So. Ja, die Kosten explodieren wieder, aber geht schon klar. So, ihr seht das, wie sie da kommen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, wunderbar, Mensch. Auch wenn wir hier vorne brauchen wir, glaube ich, noch. Ah, wir brauchen noch Bushaltestellen und U-Bahn-Stationen hier, ne? Bushaltestelle. Bushaltestelle und U-Bahn. Jawohl. Ja. Na komm. Wie gesagt, ich bin mir zwar nicht sicher, aber ich glaube, ihr solltet jetzt den Mauszeiger tatsächlich sehen in diesem Let's Play. Nach ungefähr, keine Ahnung, wie vielen Folgen. Ja, keine Ahnung, was da los war mit dem alten Rechner, warum der da die Maus nicht angezeigt hat. Aber hey, hat Lehrer drum mit Schrei? Was ist jetzt hier mit euch los? Lange Pendelstrecke. So, Bildung. Ah, okay. Muss ein bisschen warten, bis die Bildung greift. So, machen wir alle wieder aus. So, und gucken dann mal weiter, wo wir jetzt hier das nächste Gewerbegebiet machen. Ich denke mal, dass wir das hier hinziehen können. So, soll das dann so? Ah. Ja, okay. Soll das dann so machen, genau. Genau, sehr schön. Was soll das da oben sagen? Bushaltestelle. Dann hier unten und hier. So. Ja, ihr seht das, ne? Also ich bin wirklich begeistert von diesem Rechner. Habe ich mir selber zusammengestellt, tatsächlich. Dann über Mindfactory bestellt. Ging alles sehr gut, auch wenn ich ein bisschen auf die Grafikkarte warten musste. Aber, ja. Das ist ja heutzutage relativ normal, ne? Wegen dem Bitcoin-Hype. So, dann. Ich mal noch mehr Jobs. Okay. Okay, das war jetzt. Oh. Wer streikt hier? So. Lass das mal schön bleiben mit dem Streik. So, genau. Wir machen hier mal schön Bäume-Trick. So, und dann noch hier. Genau, damit so schön hier die Leute sich bilden können. Beziehungsweise, ja. Ja, es dauert halt Ewigkeiten, bis die reichen Leute sich da mal entscheiden zu, ja, in die Schule zu gehen, sagen wir mal so. So, dann machen wir hier weiter. Ich weiß, die Leute wollen zwar eigentlich nicht in der Nähe von Antoine wohnen, aber. So. Aber der Platz, der sagt das gerade halt nicht leider nicht anders aus. Beziehungsweise, ja, der Platz gibt nichts anderes her. Habt ihr Wasser? Sieht der irgendwie aus? Nee, okay. Na, okay. Ja, alles klar. Das sind Reiche, ne? Ja, Reiche. Na, ihr pendelt aber, das ist gut. Also ihr seid nicht arbeitslos. Ihr pendelt. Okay, das ist sehr gut. Tatsächlich, weil wir sind 14.000 im Minus und wir müssen das Minus jetzt wieder ausgleichen hier.
mal, wir machen mal hier wieder eine Auffahrt. So, das machen wir jetzt natürlich hier mit der Allee, ne, ganz klar. Und dann mit der Einbahnstraße. Ah, das ist so ein guter Trick. Das ist so ein geiler Trick. Alles klar. Dann machen wir es mal so. Wir bauen einfach. Ich meine, warum denn nicht? Wir bauen einfach. Ja, warum machst... Warum macht er das auf die Autobahn? Das ist gerade ein bisschen... Ach, verdammt. Wartet mal. SimCity. So. Verdammt. Alles klar. Ja, das hat er kurz mit dem Desktop angegeben. Okay. Das ist aber echt die Frage, warum? Nee, ihr macht das so, ne? Ah, okay. Ja gut, so ist aber okay. Ja, guck mal, da kommen sie doch schon wieder. Sehr schön. Alles klar. U-Bahn-Station. So. Genau. Boah, und dann machen wir jetzt hier wieder Angriff ist die beste Verteidigung, würde ich sagen. Beziehungsweise, ja, bauen ist die beste Verteidigung. So. Jawohl. Wir expandieren einfach. Weil man möchte ja auch in der Hauptstadt vorankommen. Und ich habe die Nachfrage nach Hightech-Industrie werde ich dann bedienen, wenn wir es wirklich brauchen. Tatsächlich. Wenn wir hier wieder keine Nachfrage haben. Weil das bis jetzt, also, ja, bis jetzt geht das ja noch. So. Einmal so. Einmal so. Auch nochmal. Zack, zack. Jawoll. Genau die will ich haben, Freunde. Genau die ärmere Bevölkerungsschicht. Weil die sich nicht so gegen Schulbildung sträuben. Ganz ehrlich. Genau die will ich doch haben hier. Nicht die reichen Leute. Weil ihr seht's, ne? Also die... Oh, 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 oh. Wir müssen hier wieder Nachbarschaftshandel. Energie kaufen. Boah, das kostet, Freunde. Aber... Ah, da kommen sie wieder, die Reichen. Nicht so gut, aber... Cerulean Towers. Ja, die kommen mir zwar gerne. Tatsächlich. Na, mach mal hier wieder... Streikt ihr? Ihr streikt? Oha. Ja, okay, weil halt sehr viele Schüler jetzt dazu kommen wegen dem neuen Wohngebiet, ne? Bumm. Geiler Sound. So, dann mach ich so. Ganz genau. Jawohl, okay. Das passt. Immer noch 15.000 Wiesen, aber es nähert sich an. Tatsächlich. Ja... Ja, Leute. Oh, 5.800 Schüler, ihr spinnt doch. Oh, ihr spinnt doch wirklich. So, machen wir euch mal diese Schule hier temporär hin. So. Ach, guck mal, da klingelt auch meine Uhr schon. Gut, Freunde, das heißt, ihr seid aber nicht arbeitslos, ne? Nee. Nur die hier, aber die hier, die pendeln. Hä? Pendeln die denn hin? Wo, was zur... Okay, mit der U-Bahn hier hin und dann hier unten und dann... Hä, okay. Das ist ein bisschen merkwürdig. Gut, Freunde, da bei der Uhr geklingelt hat, würde ich mal sagen... Jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Und dann lasst die Glocke läuten. Würde mich sehr freuen. Jetzt zieht es gerne weiter den Kanal. Und ja, bis hier weiter geht's immer dann beim nächsten Mal. Und dann würde ich sagen, wünsche euch noch einen schönen Abend und einen schönen Tag. Ne? Tschüss.